Herzlich willkommen. Ich darf heute über eine ganz spannende, interessante Veranstaltung in Berlin berichten. Die AfD-Bundestagsfraktion hatte eingeladen in den Bundestag zum Thema neuer Antisemitismus in Europa, neuer Antisemitismus in Deutschland. Und wir hatten ganz spannende Gäste da. Für mich war das ein wahnsinnig spannender, aufrichtiger, interessanter Abend. Zum Beispiel war da aus Israel der frühere Knesset-Abgeordnete Michael Kleiner, Beatrix von Storch, Dr. Gauland und ich hatten uns vorher mit ihm in einer Gesprächsrunde getroffen. Es war aber auch da aus Russland die Irina Rodnina, sie ist die stellvertretende Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses in der Duma. Sie sprach über ein Projekt, eine offizielle Gedenkstätte im Konzentrationslager Sobibor. Dort wurden die Russen ausgegrenzt, sie sind nicht mehr dabei, darüber hat sie berichtet. Und schließlich war auch der ehemalige Rabbiner der jüdischen Gemeinde Berlin da, Rabbi Chaim Rozwadzki. Und er hat ganz authentisch aus seiner Zeit berichtet, damals, was er in seiner Jugend in Weißrussland erleben musste. Kurz nach dem Feiertag Passover, Pascha, ich denke es war Mai, hat man uns aufgefordert, wir sollen sich alle versammeln auf dem alten Friedhof von der Stadt. Und dort waren wir sozusagen, wir sind reingegangen wie in ein Fass voll mit Soldaten von allen Seiten. Man hat nicht gekannt, zurückgehen oder laufen. Und dann, man hat uns alle geführt von diesem Friedhof in Richtung von Novogrudok. Und dort haben wir sitzen am Strand vom Chaussee und warten. Unterwegs, als man hat uns rausgeführt von dem Friedhof, ist ein junger Mann vorne von mir, so wie Sie sind jetzt neben mir, sich bewegt, hat er mir sofort erschossen. Ich erinnere mich, der Staub, den Rauch von den Waffen, und wie sein Gesicht hat sich verwandelt in einen schwarzen Wesen. Und ein alter Mann, der war mit uns in unserem Haus im Ghetto, hat sich zu langsam bewegt, hat man mit einem Gummistock, Trench, geschlagen und sein Kopf hat geblutet, bis wir sind gegangen und dort gesessen jetzt auf der Seite von der Chaussee. Zwei junge Leute haben probiert, ich denke, es waren Teenagers, vielleicht 16, 15-jährige Junge, haben probiert, wegzulaufen. Und die Soldaten sofort geschossen, sind beide vielleicht gelaufen, 100, 200 Meter und gefallen, tot und dort geblieben, liegen. Das sind wirklich fürchterliche Erlebnisse. Man kann sich heute in der heutigen Zeit kaum mehr vorstellen, was da gelaufen ist. Rozwadzki hat dann viele Jahre in den USA gelebt. Er wollte natürlich nicht nach Deutschland, war verständlich. Er kam dann aber vor 20 Jahren wieder nach Deutschland und er erzählt, dass der Antisemitismus in den USA zu seiner Zeit zum Glück keine Rolle mehr gespielt hat. Als junger Mann, als ein Kind, als ein Student an der Uni, habe ich in Amerika nirgendwo erfahren ein Wort von Antisemitismus. Als ich bin nach Berlin gekommen und wir haben gewohnt in Prenzlauer Berg, auf der Knackstraße, habe ich gegangen einkaufen die erste Woche und ich habe gehört ein Schrei, Jude. Ich muss Ihnen sagen, ich war erschüttert, war ganz auf empört. Einen ganzen Tag war ich nicht ganz so ruhig. Mein Blut hat gekocht in mir. Aber das, was wir gerade gehört haben in seiner Schilderung, war nicht die einzige Begegnung mit dem neuen Antisemitismus in Berlin, in Deutschland. Rabbi Chaim Rozwadzki lässt keinen Zweifel daran, woher dieser neue Antisemitismus kommt. Aber dann habe ich gegangen von Technische Universität auf der Straße neben Ernst-Reuter-Platz und ein Auto gehalten auf der Straße und fangen schreien, Jude, eine ganze Menge junge Leute. Und ich habe gesehen, wer sie sind. Sie waren nicht kein deutscher Mensch, sie waren muslimische Leute.
Das war ein Fakt. Und einmal bin ich gegangen auf der Litzenburger Straße, kommen gegen mir 4 junge Leute, Oberschulekinder. Und einer sagt, Jude, schreien sie auf Jude, sag, warum schreist du Jude auf mir? Haben sich ein bisschen so erschrocken. Sagt, nein, ich bin ein Türke, es gibt gute Beziehungen unter Türkei und Israel. Aber er ist ein Palästinenser. Und noch etwas ganz anderes macht ihn nachdenklich, denn er beschreibt auch, wie die Islamisierung in Europa oder in Deutschland ganz andere Wege nehmen könnte und ganz anders vonstatten gehen könnte. Und die vierte Erfahrung war mehr noch interessanter. War ein junger Mann aus Türkei. Wir reden über die Sache, sagt er, wir brauchen keinen Krieg machen, um Menschen zum Islam zu übertreten zu lassen. Sag ich, warum? Weil es gibt freiwillige Übertretungen in ganz Europa. Fast 1% von der Bevölkerung kommt über nach auf der muslimischen Religion. So, warum sollen wir kämpfen? Unter diesen Umständen habe ich mir angefangen zu machen Gedanken. Was gibt hier? Ich habe gehabt, in meiner Organisation probiert zu organisieren, ein Institut von monotheistischen Religionen für Frieden. Ich habe gesprochen mit Kardinal Sterzinski. Er hat gelebt dann. Und er war sehr begeistert. Ich mache es mit dir. Ich habe gesprochen mit Bishop Hubert von der evangelischen Kirche. Und er sagt, ich mache es hart. Er sagte, aber ich kann nicht, ich gehe auf Rente. Und dann habe ich gesucht, einen muslimischen Mitarbeiter. Und ich habe nicht gekannt, finden eine Anschrift von einem muslimischen Imam, der ist ein Repräsentant oder ein Vorsteller von den muslimischen Gemeinden. Am Ende hat man mir empfohlen, 2 Menschen. Irgendwo von Düsseldorf und Köln und einer nebenbei. Und beide sind keine Muslime von Geburt, sind von Geburt, Herkunft deutsche Menschen, die sind übertreten und konvertiert zum Islam. Was sollst du mit diesen Leuten? Das ist, ja, moralisch eine Rolle, da wäre jetzt hier. Antisemitismus durch islamische Zuwanderer, das war heute das Thema und ich fand es ein sehr spannendes, ein sehr aufrichtiges Gespräch und bin auch heilfroh, dass die Gäste zu uns gekommen sind, um das Thema mal aufzugreifen. Bei anderen Parteien finden sie bei dem Thema kein Gehör mehr und wir müssen aber diese Themen anpacken. Es darf doch keine Tabuthemen in diesem Bereich geben. Spannender Abend, wir bleiben dran, wir bleiben im Gespräch mit unseren Gästen. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen, bleiben Sie dran. Bis zum nächsten Mal.